So, und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West Part 20 schon. Ja, Jagdgebiete, Reinklang, ja, aber das sind Jagdgebiete, ne? Nö, ich würde sagen, wir sind soweit eigentlich ganz gut durch. Die Nebenmissionen sind pausiert, weil wir müssen jetzt hier einfach weitermachen. Wir sind Level 22 und ja, ne? Ihr wisst ja, wie ich bin. Maschinenmeisterin, Fallenstellerin, Kriegerin. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht, aber Überlebende. Ah, das ist alles so. Dreifach-Häcksler. Nur ein Häcksler kann gefangen und wiederverwendet werden. Häcksler, not bad. Was haben wir hier? Sprengschleuder, stimmt. Ziele mit L2 und Feuer mit R1. Abprallbombe. So, was haben wir denn hier alles? Überschild. Stimmt, Schild kann ich ja auch noch benutzen. Tranktechnik und so weiter und so fort. Ja, müssen wir mal gucken, wie es läuft. Habe ich denn überhaupt Schleuder? Ja, ne? Habe ich, okay. Ich bin so auf Pfeil und Bogen spezialisiert, dass ich ganz vergessen habe, dass es noch andere Sachen gibt. Nee, wir müssen jetzt hier weitermachen. Nee, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Hier ist noch unbekanntes Gebiet. Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit. Es liegt ja auf dem Weg. So können wir das ein mit dem anderen verbinden. Ja. Nee, ich bin überhaupt nicht so der Typ, der irgendwie rumheult und irgendwie die ganze... Also, was heißt rumheult? Ich bin überhaupt nicht der Typ, der Reitmaschinen benutzt, um schneller von A nach B zu kommen. Ich bin echt so der bodenständige Fußgänger-Typ. Achso, ja, da war ja was. Hierzu fehlt mir was. Ja. Die Wendung. Abgeschlossen, ne? Trommelwurz. Unbekannt. Ja, hier gibt es noch einige unbekannte Sachen. Da würde ich das einfach mal probieren. Sag ich ganz ehrlich. Ich meine, das ist ein Let's Play. Wir können uns da Zeit nehmen. Beim Let's Play werde ich da auch nicht großartig irgendwie mich dazu anraten, der Hauptquest nachzueifern. Muss ich nur gucken. Blockierter Weg. Also hier könnte ich hoch, aber hier ist was blockiert. Ich nehme an, das hat damit zu tun. Ich verstehe. Das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein. Hier kann ich auch nicht reisen, ne? Ja, die 100 Meter kann ich auch so schnell rennen. Da gibt es auch wieder Gegner. Ich dachte, ich könnte 20 Bären nehmen. Eine Art Drohne. Ob die dieses Gebiet überwacht? Vielleicht bringt sie nützliche Daten. Aber wie komme ich da hoch? Ich... Eine Drohne. Auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Das klingt interessant.
Ja, ich weiß, wir müssen da jetzt rein. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Grünlands findet man nicht allzu oft. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, was das ganze Zeug bringt. Ne? Das ist immer so ein Problem mit irgendwie sammel hier, finde ich gut. Ich muss auf die Drohne springen, lass mich raten. Du gehörst mir! Ab nach unten! Die Drohne ist unten. Ich sollte mir die Daten holen. Gut. Verstehe. Da will ich auch hin. Aber warum? Hä? Warum hier? Warum kann ich nicht einfach von dort... Nee, das geht nicht, ne? Dann muss ich nach links... Ja, wir gehen ja hier gleich aus dem Gebiet raus. Es sieht einfach so, wie es ist, einfach saugeil aus. Habe ich irgendwie... der Bildschirmaufnahme irgendeinen Filter drin? Tatsache habe ich. Jetzt habe ich den Filter aus. Ja, der Fuchs ist fast tot, ne? Komme ich dann überhaupt so hier hoch? Es sieht alles sehr danach aus. Also das mit dem Klettern ist irgendwie... das hätten sie nicht so übertreiben müssen. Ich meine, wenn du die Dinger jetzt nicht anhättest, würde ich jetzt gar nicht sehen, wo man hochklettern kann. Das war bei Zero Dawn wesentlich besser. Beim Vorgänger. Die Drohne hole ich mir. Aber die habe ich... die hatte ich doch schon. Kommt die wieder? Ich meine... irgendwie alles ein bisschen weird. Ich habe nämlich das Gefühl, als hätte ich den Scheiß schon. Gehen wir mal hier lang. Wir sind doch schon wieder Gegner. Das sieht doch schon mal eher nach Hauer-Bohauer aus. Jo. So. Warum habe ich jetzt nicht getroffen? Wenn Langbeine mit von der Partie sind, wird's immer laut. Ach Quatsch. Das müssen wir nur richtig machen.
muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gern bei der Jägerin eigentlich Fernkampfmeister Mutstoßen. Nein, ich hätte gern den hier. Nee, das nicht. Ich hätte gern den Dreifachschuss. Nein, ich hätte den gerne nur Jägerbogen. Ich hätte gern. Das hätte ich gern für einen Scharfschussbogen. Wo ist denn der nächste Schwachpunkt bei denen? So. Die sind, glaube ich, auch extrem stark. Sieht so ein bisschen aus wie Xerneas. Hau doch nicht ab, du Lümmel! Haut der einfach ab, der Sausack. Also das mit dem roten Licht sieht schon sehr bedrohlich aus. Wollinger. Euer Reißhorn. Jetzt nehmen wir erstmal alles mit hier. Super duper. Ja, ich bin mir echt nicht ganz sicher, weil die Kopfhörer machen ja ganz komische Geräusche. Die sind mal so, mal so. Und ich bin da echt nicht so ganz sicher, was da jetzt gang und gäbe ist. Es ist jetzt das Mikrofon, es sind jetzt die Kopfhörer, aber meistens ist es halt das Mic. Hab dir doch dein Horn gestutzt. Elender Lümmel. Lohr aufheben. Da ist noch irgendwas drin. Das kriege ich nicht, das ist gut. Reißhorngeweih. Stuffgeweih. Super. Der Bogen macht mehr Schaden als Dingsbums. Als mein Scharfschussbogen. Ich weiß nicht, ob das mir zu denken geben sollte.
So, weg mit dir. Surprise, Motherfucker. Hau doch nicht ab. Komm schon, hier gibt's so viel zu entdecken. Ungenutzte Spulen. Modifiziere dein... Ja. Ja. Ich weiß, der Hinweis... Kann ich den Hinweis nicht ausschalten? Ich weiß, dass ich das habe. Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Vorsicht jetzt. Wieso Vorsicht? Wir haben hier jetzt gerade alle platt gemacht. Der dürfte jetzt auch nicht mehr viel uns entgegenzusetzen haben. Na komm her. Ne, keine Lust. Okay, dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Frage ist jetzt. Ich brauche Energie, um die Tür zu öffnen. Ja, Energie. Ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Das ist eine gute Frage. Metallblume. Plasmazelle. Irgendwo ein Akku. Vielleicht hier irgendwo in der Nähe. Könnt's mir gut vorstellen. Nee, Grünglanz, aber irgendwie... Stromterminal. Plasmazelle. Das bringt mir alles nichts. Energiezelle hier. Die Frage ist, ist die voll oder leer? Naja, zum Türöffnen reicht's noch. Lass mich raten, ich komme hier. Fehlendes Werkzeug. Och, leck mich doch. Dann würde ich gar nicht erst großartig hier Probleme machen. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Mir fehlt noch ein Werkzeug. Ja, die Ladebildschirme waren natürlich bei auf der PS4 echt grausig. Leistung bevorzugen. Auflösung bevorzugen. Gut, das sind jetzt nur 30 FPS, aber dafür ist es optisch, glaube ich, hübscher. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 30 FPS auf dem 144 Hertz Monitor. Nein. Einfach nein, bei aller Liebe.
Mir juckt es ja schon so ein bisschen. Warte mal. Beim das Lagerfeuer suche ich mir aus. Und dann gehe ich nochmal in die Stadt und gucke mal, ob ich irgendwelche Spulen verkaufen kann. Egal wo, in irgendeiner Stadt oder so, damit ich halt den ganzen Kram ein bisschen loswerde. Und vielleicht kann ich an der Werkbank noch ein bisschen meine Ausrüstung verbessern. Vielleicht habe ich ja was gefunden. Reinklang, ne? Genau. Vielleicht gibt es einen Reinklang ja was. Ein Händler oder sowas. Gibt auch noch eine Nebenquest. Möge der Wind dich tragen. Die Sonne leuchte für dich. Wir machen heute eine Teezeremonie, oder? So. Ich suche einen Händler oder sowas. Es gibt da etwas, das du wissen sollst. Hau raus, Alte. Oben bei Steinhall hat sich eine Tenakt-Gruppe verschanzt. Niemand weiß, warum sie hier sind. Einer unserer Veteranen will dorthin und herausfinden, was sie vorhaben. Tenakt im Utaru-Gebiet? Das klingt nicht gut. Den tritt mir in den Arsch. Ich will aber gucken, dass ich hier... Dein Vorrat. Unbekannt. Näher. Outfit. Koch. Jagdbedarf. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles in aller Ruhe. Lüsterjägerbogen. Munition, Tarnschaden. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Vor allem Flüsterjägerbogen, aber es ist auch ungewöhnlich. Schneidender Jagdbogen. Kriegsbogen. Scharfschuss Hartgewebe, Scharfschussbogen. Den kaufe ich mir mal. Schneidender Häckslerhandschuh. Why not? Ablösung von Maschinenteilen. Kurzstreckenbogen. Säurekriegsbogen. So, gucken wir mal. Kann ich irgendwas verkaufen? Spulen und Gewebe. Das Ungewöhnliche kann ich auch schon mal verkaufen. So, jetzt will ich erst noch mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Waffen-Upgrades. Hartgewebe, Scharfschussbogen. Ich mach erstmal den... Die Bögen, die ich am meisten brauche. Ich finde, es könnte auch schneller gehen. So,
Okay, ich habe eigentlich alles geupgradet, was ich kann. Munitionsherstellung, Fallenherstellung, Beitragsfreiheit. So. Jägerbogen der Macht. 28 Schaden. Der macht Eis und Säure. Der macht 29 Schaden. Dann würde ich sagen, das ist der neue Jägerbogen. Spule bearbeiten. Niederschlagsschaden, Agilitätsschaden, Stoßschaden. Das nicht kompatibel. Ja, das ist nur ein Damage-Schaden, ne? Gegen zu Boden gebrachte Gegner brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Das lasse ich mal. Der ist natürlich auch ein guter Bogen, ne? Scharfschussbogen 83, 74, aber 75, 74. Plus 15% Fernkampfschaden. Vorteil, der hat keinen Vorteil. So, Spule bearbeiten. Da kommt mal diese Spule hin. Und dann sollte der... Macht der schon 81. Das sieht wesentlich besser aus. 81. Warte mal, wenn ich den hier... Ist noch nicht... Ist gesperrt. Okay. Ja, 65, ne? 83. 81. Lass ich aber mal so. So, dann gehe ich nämlich hier zu diesem Bogen auch nochmal hin und mache da einfach nochmal ein bisschen Schaden rein. Das ist ganz gut. Muss ich nur gucken, ob ich irgendwas... Stolperpfeile habe ich ausgerüstet. Ja, das ist okay. 85 Niederschlagskraft. Ja, passt schon. Kriegsbogen. Ich muss den Kriegsbogen, ich muss einen anderen Kriegsbogen ausrüsten, weil ich sonst nicht weiß. Ich habe nämlich sonst nichts. Ich habe nämlich sonst kein Invent, kein Dingsbums. Ja, Feuer wäre natürlich auch noch geil, aber kommt vielleicht ja noch. Ich würde sagen, ich verkaufe jetzt erstmal. Erhöht beim Fallen oder Gleiten verursachten Schaden. Kritische Treffer zu landen. Plus 10% ist an sich ja gar nicht mal verkehrt, aber ich bleibe hier beim Jägerbogen mit Schaden. Das passt mir ganz gut. Und bei der Schleuder bin ich ja auch ganz gut dabei. Ja, ich guck mal, ob die sonst noch irgendwas Interessantes hat. Ansonsten. Nee. Dann verkaufe ich nämlich einfach mal. Das kann zum Verkauf gebracht werden, würde ich sagen. Der auf jeden Fall.
Die Outfits behalte ich mal. So, wollen wir mal gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Waffen-Upgrades 2 schon wieder. Geilo Milo. Beutel-Upgrades, nee. Pelikanfeder, interessant. Ja, würde sagen, das passt soweit. Jetzt muss ich nur noch zum Rüstungshändler. Da gibt es auch, da scheint es auch noch ein paar Nebenquests zu geben. Bitte, noch einmal suchen. Lass gut sein, Ray. Wir können nicht. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Mhm. Du hast Landgöttin Ray geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Das kriegen wir hin. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Ja, jetzt macht mal langsam. Ist ja alles gut. Ich werde dir schon niemanden ans Bein pissen. Machst du heute mit näher, Außerarmwandlerin. Oh, selten. Das nehme ich mir mit. Spulen und Gewebe. Warte mal, was kannst du mir denn herstellen? Gar nichts. Kaufen. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht wirklich was. Super! Hier oben ist noch was. Es ist einfach schön hier. Dieser Bambusstil gefällt mir ultramäßig. So sehr tropisch und einfach nur entspannt. Ich habe da irgendwie richtig Bock auf so ein richtiges Kurbad oder so. Ich verstehe deine Sau. Dein Verständnis. Hey, Ladies. Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Sei nicht so böse. Und deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Mein Volk war einst freundlicher, doch Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Früchte? Nein. Jörg hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Hm. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Tja, ein Tritt in den Sack für jeden Veganer. Uns blieb aber nichts anderes übrig. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken. Und ohne Fleisch werden unsere Leute immer dünner. Das kriegen wir hin. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefallen und einer. Hab ich den Autofokus? Überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Ja, hab ich doch aus. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein.
kannst du sie vernichten. Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut. Das Jagen im Altholz muss sicher werden. Eine Sache noch. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche. Von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Das habe ich mir gedacht. Ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das mit der Samentasche. Wenn ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überleben werden. Bin ich eine richtig. Weiß er was über den Krallenschreiter? Bei der Rüstung solltest du neue Farben ausprobieren. Neue Farben ausprobieren? Wo? Ich würde mir gerne so einen Färber jetzt mal angucken. Kinder, aus den Feldern raus! Du bist eine Nora, oder? Ich habe seit der Jägersiedlung keine mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass Utaro so weit nach Osten reisen. Es ist wegen meiner Farben. Ich will lernen, wie andere Stämme mit Wurzeln und Pflanzen färben. Es ist erstaunlich, was der richtige Farbton aus einer einfachen Rüstung machen kann. Ich habe Muster dabei, falls du interessiert bist. Zeigen wir mal. Osram-Wanderin. Nicht schlecht. Oh, lila ist natürlich auch ein bisschen extrem. Aber das sieht gut aus. Osram-Wandlerin. Sieht ganz gut aus. Wollen wir mal gucken. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tenaktfärber. Sie sind vielleicht nicht der freundlichste Stamm. Doch wenn man ihren Färbern Pflanzen bringt, kann es vorkommen, dass sie ihr Wissen teilen. Ich halte nach ihnen Ausschau. Cool. Gefällt mir. Ne, generell finde ich hier diese Gegend sehr schön. So, jetzt gucken wir erstmal Inventar, Spulen und Gewebe. Ja, von mir aus. Warte mal. Outfits. Nahkampfschaden, Ausweicher, Tarn, Fernkampf ist gar nicht schlecht. Hier habe ich stiller Schlag. Ich bleibe hier. Jetzt würde ich gerne mal gucken, was ich hier für ein Gewebe einsetzen kann. Konzentration plus 1. Würde ich jetzt nicht sagen. Was haben wir hier? Fallenstellerin plus 1. Nahkampfschaden ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Muss erstmal gucken. Osram-Entdeckerin. Lüsterin. Ja, ich verstehe. Nora Gesalbte. Gern wissen, wo hier. Hier so ein Rüstungswert wäre ganz gut zu wissen. Ernte aber rennt und plus 1 auf unauffällig. Plus 1 Tarnfernkampf. Sieht eigentlich alles gar nicht schlecht aus. Lock. Okay, nicht Look. Okay. Freier Platz. Feuerverteidigung, Frostverteidigung, Konzentration plus 1. Nahkampfverteidigung, ja, Löschwasser, alles viel zu viel. Löschwasser, Feuer, Frost, Verderbnis, etc., etc. Probiere ich es mal. So, jetzt wollen wir mal nach den Quests gucken. Ja, es war jetzt hier ein bisschen der Sporn. Machen wir doch mal.
Ja, an sich sieht das alles ganz geil aus. Das Mikrofon mal ein bisschen runter. Es muss ja nicht nerven. So. Und gut, die 250 Meter können wir mal schnell rennen. Also das Outfit sieht schon okay aus, ne? Also finde ich jetzt nicht unsympathisch, aber generell das mit dem, mit den, hier in, na, wie heißt's? Hier bei Rheinklang, das finde ich einfach wunderschön. Der Bambus-Baustil gefällt mir einfach riesig. Offenbar haben Calais und die Suchmannschaft hier ein paar Maschinen zerstört. Raser, die die Kanister auf ihren Rücken füllen wollen. Da ist die zerstörte Brücke. Um die Maschinen kümmern, dann kann ich mich umsehen. Ich mag den Bogen. Es hat sich gelohnt, Freunde der Nacht. Oder Freunde des guten Geschmacks. Es hat sich einfach gelohnt. Guckt euch diesen Schadens... Guckt euch an. Es hat sich gelohnt. Ich bin... Ja, wir machen aber beim nächsten Mal weiter. Ich habe vergessen, dass wir eigentlich schon über der Länge sind. Weil, wie gesagt, alles über 20 Minuten ist ja theoretisch Luxus. Aber ich meine, komm schon. 30, 40 Minuten kann man schon mal machen. Ich hoffe nur, dass die Leute es auch so lange gucken, aber wahrscheinlich nicht. Nee, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hat Spaß gemacht. Ich mache die Facecam mal ein bisschen kleiner. Kann ich dann noch irgendwie... Ja, das mache ich für die nächste Aufnahme hier. Macht's gut, Leute. Tschüss.